Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X4 Foundations. Ja, noch gerade rechtzeitig, bevor ich das hier wieder vergesse mit der Expedition, denn sie ist gleich fertig. In etwa einer Minute kann ich sie wieder wegschicken als, naja, ich weiß nicht, ob ich es als Kurier mache oder als, ja, als Jäger für 8 Stunden. Einfache Qualität. Einfache Qualität. Einfache Qualität. Ja, wobei 700, also 180.000 bis 700.000, das ist schon viel. Aber ich würde als nächstes hier mit den 8 Stunden machen, dass die dann eventuell morgen fertig ist, wenn sie sollte wieder heil zurückkommen. Ich hoffe nur, sie ist jetzt ja nicht zerstört worden, aber. Es sieht so aus, als sie noch da wäre. Und ja, Geld habe ich auch schon wieder im Petto für die Station. Nur 1,2 Millionen Credits. Dann geben. Ja. Ein multiverses Problem. So, dann abgeschlossen. Habe ich jetzt da bekommen? Was habe ich jetzt da bekommen? Ne, 59.000 Credits nicht. Anklicken, um Ergebnisse zu sehen. Ja, toll. Die anderen Sachen haben da nicht wurden angezeigt, aber der hier nicht. Wieder ein Graus. Habe ich überhaupt was bekommen? Ich weiß es gar nicht. Das erlaubt es Ihnen eine gute Wahl. Ich werde sofort beginnen. Habe ich überhaupt was bekommen? Ich weiß es nicht. Geborgen elektronische Geräte. Tuning Software. Oh, hier. Ja. Erweitertes Zielmodul habe ich bekommen und zwei Burnet-Kristalle habe ich bekommen. Und All-Twin. All-Twin. Ist das wieder eine Farbe? All-Twin, ja toll. Keine Informationen verfügbar. Das nennt sich, ja, Enzyklopädie. Schade, schade. Aber ich denke mal, All-Twin ist eine Modifikation, eine. Eine Dings. Docke an. Der ist jetzt 8 Stunden unterwegs. Ne? Genau, 8 Stunden. Eieiei. Habe ich der schon Geld überwiesen? Ich war dabei gewesen, da kam erstmal die Meldung, ne? So. Bestätigen. So. Containerlager wird gebaut. Sehr schön. Die Containerlager werden gebaut. So. Wir teleportieren uns erstmal dorthin. So, steh mal bitte auf. Wir aktivieren mal den Sinser, dass wir noch ein bisschen mehr Geld bekommen, weil ich muss irgendwie jetzt an Geld drankommen, weil die Stationen müssen gebaut werden, die Schiffe müssen gebaut werden. Es muss alles gebaut werden. Nur für diese Antriebsteile. Weil Antriebsteile sind Mangelware. Ganz, ganz große Mangelware, denn meine Schiffe sind, glaube ich, immer noch nicht fertig. Ne, hier 2 Minuten. Hier unten das Schiff bei Dreieinigkeit ist immer noch da, wartet darauf, dass es fertiggestellt wird. Ich habe hier eigentlich nur den Auftrag gegeben für anderes, glaub, einen anderen Antrieb, wenn ich mich recht entsinne. Und ich kann es auch nicht verkaufen. Das ist noch das dümmere Problem. Oh, 295.000. Ja, ich kann das Schiff leider nicht verkaufen und ja, schade eigentlich. So, Schiffshändler. Jetzt würde ich gerne wissen, was das.
das eine Modifikation ist, diese All-Twin, oder nicht. So. Ja. All-Twin. Eine Standardlackierung. Puh. Waffen? Ich habe jetzt, glaube ich, Waffen dazu bekommen, ne? Nichts dazu bekommen. Ist ja von 1 bis. Ja gut, die außergewöhnlichen Sachen, das war ja unbekannt. Hier hätte ich was. So ein fortgeschrittliches Gewebe. Ach, ich muss die erstmal erforschen. Stimmt ja. Oh. Da war ja noch was gewesen. Ich muss die erst erforschen, bevor ich die ja sehe. Stimmt. Da war ja was gewesen. Weil zurzeit die Forschungen sind ja erstmal, naja, erweiterte Waffenmodifikationen, also sind schon immer ein paar Stück. Da hilft nur eins, sind zu aktivieren. Weil wenn es nach mir ginge, hätte ich die Forschung ja schon 5-mal fertig. Wenn nicht immer wieder der ständige Neustart dazugekommen wäre. Beziehungsweise, wir gehen mal nach Argon Prime noch. Dann holen wir noch unseren Ruf dort ab. Das ist ja auch noch etwas, was ich machen wollte. Und dann... Ja. Was war das? Io. Hieß der Io? Also IO? Da habe ich nicht aufgepasst. Achso, hier mein Schiff. Spielerinformationen. Nee, stopp. Doch hier. Name. Ich muss mich ja umbenennen. Erreiche System. Weiter Kontakt. Ich muss mich umbenennen. Oh oh. Weil das könnte ja jeder sein. Also wie gesagt, wenn ihr mich sehen solltet, entweder mit meinem Spielernamen Psychopath oder mit meinem, naja, Egosoft-Accountnamen Todo P. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben. Ihr könnt mich auch gerne abschießen. Nein, nein, um Gottes Willen, das war Spaß gewesen. Wie gesagt, weil ich will ja schon auch mal ein paar anständige Sachen bekommen. Bekommt man da jetzt auch eine Nachricht, wenn ein anderer Spieler ihn abschießt? Wie ist denn das? Jetzt zum Beispiel ist es so, die Person würde mich abschießen. Bekomme ich das als Meldung? Wenn ja, wie sieht dann diese Meldung aus? Und kann ich dann, sage ich mal, so eine, wie soll ich sagen, Kopfgeldjagd auf ihn machen? Das heißt, dass er dann als rot, als feindlich gekennzeichnet ist. Das würde mich mal interessieren, damit ich, sage ich mal, so mich rächen kann. In dem Sinne. So, wir docken hier mal an. Meine Forschungen sind zum Abschluss gekommen. Jawohl, danke schön. Dann fängst du auch direkt weiter an. Das sind auch sehr schön. Ich lasse Sie wissen, sobald ich fertig bin. Ja, yep, das ist auch sehr, sehr schön. Upsala, außer sie ans Mikrofon drangekommen. So. So, da gehen wir erstmal unseren Ruf holen. Schön, Sie zu sehen, Frau. Rang erhalten. Wir haben Ihre Arbeit mit großem Interesse. Oh, ich bin schon plus 13. Und möchten Sie dafür belohnen. Ich freue mich, Ihnen einen neuen Rang innerhalb unserer Organisation zu verleihen. Dieser Rang geht natürlich mit großen Vorteilen einher. Diese Vorteile sind an den Rang gebunden. Sie werden sie verlieren, wenn Sie den Rang verlieren. Mhm. Wenn ich mir aber Ihre Geschichte anschaue, glaube ich nicht, dass wir uns darüber Sorgen machen müssen. Noch nicht, ich noch nicht. Diese Belohnungen entsprechen Ihren Erwartungen für die geleistete Arbeit. Machen Sie das Beste draus. Fast vergessen. Einige Organisationen in unserer Gerichtsbarkeit werden nun vermutlich an Sie herantreten und um Ihre Mitgliedschaft werben.
Noch einmal vielen Dank für Ihre Bemühungen. Wir freuen uns, in Zukunft mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Viel Glück da draußen. Schön, Sie zu sehen, Freund. So, Polizeilizenz. Dankeschön. Viel Glück da draußen. Schön, Sie zu sehen. Blaupausen. Ja gut, okay. Blaupausen sieht eher ein bisschen mager aus. Agonen, Administrations... Hä? Wieso jetzt 1 Million? Hä? Ich dachte, das Administrationszentrum würde knapp an die 10 Millionen und mehr kosten. Agonen, T3er Dock Raumpier. Wenn, dann würde ich das da von den Teladis holen, da ich ja eine, ja, Teladi-Gebiet bin. Raketen. Genau. Inwiefern Raketen für zu kaufen oder herzustellen? Wir nehmen mal ein paar Stück mit. Also sag ich mal so die günstigen Sachen. Kann ja fast alle nehmen. Na, wie sieht das aus mit den Raketen? Wie verhält sich das jetzt? So, oh ja, stopp, 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 stopp. Da wollte ich noch was nachschauen. Logische Übersicht. Frachtdrohnen. 50. Verteidigungsdrohnen. Erstmal 20, bitte. Reparaturdrohnen. 5. So. Stationskonto. Dünne, dünne, dünne. Jetzt hätte ich könnte auch die Raketen kaufen. So, wie sieht das aus? Der müsste auch hier bald fertig sein mit dem Lager, ne? Er müsste doch eigentlich fertig sein mit dem ersten Lager. Oder sehe ich das jetzt verkehrt? Doch, das erste Lager ist fertig. Ah, ja, okay. Energiezellen laufen auch jetzt, da sehe ich gerade. Gut. Alles klar. Das heißt ja jetzt da wieder erstmal wieder Sinze aktivieren. Wo wollte ich jetzt da hinfliegen? Ich wollte irgendwo hinfliegen, hab's wieder vergessen. Nanu, schwarze Sonne entdeckt. Ah, okay, ihr habt eine Handelsstation entdeckt. Hier beim Durchfliegen. Gut, dann würde ich sagen, weil hier gibt es nämlich auch eine Handelsstation. Weil da kann ich mich mehr an Silizium verkaufen. Beziehungsweise... Stopp, ja, genau. Stopp, pop, 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 pop. Bevor ich das tue, ich habe hier noch hier ein herrenloses Schiff entdeckt. Und zwar war das hier gewesen. Hier ist es. Beanspruchen. Nee, noch nicht. Wir holen uns dieses Schiff. Genau. Wir holen uns dieses Schiff, schicken es dann zu einer Raumstation oder einem Raumdock. Und dann haben wir dann halt unseren nächsten Nividium-Abbauhändler. Genau. Erreiche System. Weiter Kontakt. Das nächste Problem ist leider... Das nächste Problem ist leider, dieses System, wo ich hier bin, hat, glaube ich, so gut wie nichts mehr. 0,47, okay. 0,22. 0,0. 069 0,084. Regeneriert sich das nach einer Zeit? Das weiß ich nicht. Autopilot eingeschaltet. Oh, ich hatte auch mal so eine lustige Meldung gehabt mit dem Autopiloten. Da bin ich irgendwann mal hingeflogen. Und da hat der Autopilot hat dann irgendwas nicht richtig gefunden. Und da hat Betty was gesagt. Totalausfall des Autopiloten. Ich habe mich weggelacht. Ich habe mich richtig weggelacht, wie sie jetzt gesagt hat. Totalausfall des Autopiloten. Er sagt, ja, der Autopilot ist so oder so ein Totalausfall. So. Hey, ich muss ja hier ein bisschen Gas geben. Autopilot ausgeschaltet. Ich muss hier Gas geben, da ja dort hinten ja diese eine... diese gefährliche Zone ist. Sprungtor. Ja, die Leere.
Genau dort befinden sich nämlich auch die Todeszone. Unten ist das Schiff. Ja, ich glaube, herrenlose Schiffe gibt es hier relativ sehr wenige, habe ich das Gefühl. Ich hatte mal mehr entdeckt. Viel mehr sogar. Gefährliche Region. Weil ich hatte mal viel mehr entdeckt an herrenlose Schiffe. Aber dass es jetzt auf einmal hier so wenige sind. Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. So. Aber. Oh ja, stimmt, hier sind Terminen. Nein, ich brauche nicht das Tutorial. Bumm. Oh ja, die Mine hat gesessen bei mir. Meine Forschungen sind abgeschlossen und ich habe erstaunliche Ergebnisse erzielt. Ja, das finde ich sehr schön von dir. Bumm. Und die letzte Mine. Okay. Dann die nächste Forschung. Das erlaubt. Sehr schön. Ich lasse Sie wissen, sobald ich fertig bin. Ja, da ist sie. Nova, Angreifer. Wir nehmen uns dieses Schiff vor. Einmal kurz abbremsen. Bisschen wieder Gas geben und abbremsen. Ja, Schiff gehört mir. Ach, ich finde es schön, dass wieder der Raumanzug wieder geht. Ich finde das wieder praktisch. Dung. Mein lieber Teladi-Freund, bitte einmal aufstehen. Dankeschön. Trill-Verteidiger. Oh, Laderaum 5880. Ahaha. Das ist die Frage. Bergbau, ja. Ich habe hier ein Problem. Informationen. Besatzungen. Crew. Vollständige Crewliste. Lehrlinge. Rufen. Hier. Bähle. Ja, das geht nicht. Okay, jetzt habe ich... Oh, das muss ja noch abspeichern. Das gibt's doch nicht. Ich muss erst diesen Trill hier wegbringen. Zu einer Station. Genau, ich muss sie erstmal wegbringen zu einer Station. Da ja die Trill ja keinen Ladeplatz hat. Muss ich das jetzt da von Hand tun? Genau. Ja, der Bergbaulaser. Oh, und was haben wir denn als Station hier in der Nähe? Hier, Sensorbindelfabrik. 44 Kilometer. Wie schnell ist die denn überhaupt? Was hat die denn an Ausrüstungen? Ausrüstungen hast du als Antrieb. Ein Gefechtsantrieb. Ja, wird eher ausgetauscht gegen Reise. So, dann. Ey, was machst du denn da? Bitte abbrechen. Wieso kehrt denn der immer jedes Mal irgendwo hin zurück, wo er nicht hin soll? Wieso tut es das? So, oh, man merkt aber hier, dass das, sag ich mal, so ein Schiff hier relativ noch träger ist. Als, sag ich mal, so eine Korvette. Und dass er überhaupt nicht zum Stehen kommt, das ist auch so ein Thema. Oh, der hat einen MK2 drin, ne? Drill-Verteidiger. So.
Ach so! Okay, ich dachte schon, hä, wieso komme ich nicht raus? Ah, alles klar. So, wo sind hier Piloten? Wo sind hier Piloten? Ja. Bisschen mau hier an irgendwelchen Piloten, sehe ich gerade. Was ist denn hier mit der Station los? Die ist ja tot. Rote Hose. Okay. Das ist jetzt ja doof, dass hier immer nichts ist. Boah, okay, das ist doof. Wo ist denn der Eingang? Da. Das finde ich jetzt da ziemlich, ziemlich doof. Dann muss ich halt zur nächsten Station fliegen. Mit der Hoffnung, dass dort etwas ist. Graphen. Das ist jetzt da doof, dass hier nichts ist. Aber egal. Ich würde sagen, ich werde dieses Schiff noch als Händler, als Individuum-Händler noch einteilen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also, bis denn. Tschüss.